just once. I wouldn't mind running with these other fools away from the trouble. Where's the fun in that? Any guesses on where we'll find Peck and Alyssa? So, und damit herzlich willkommen, Freunde, bei einer neuen Folge von Ghostbusters. Peck, dieser... Mann. I'll drive. Maybe the trainee should drive. Ich? Nah. Okay, dann nicht. Thanks, Winston. Any ideas? Macht der da? Ach so, Räuberleiter. Okay, das kriegen wir hin. Ah. Junior's pretty spry. Wuchter. Even with that 100 pounds of proton accelerator. Ow! That was ow there. Auf den Kopf drauf, genau. So muss man das machen. Make your way around to the other side and open this gate for us. So, wie kriegen wir das Tor jetzt auf? Gate Control. Ja. Okay, sieht gut aus. Wir kommen jetzt da runter. Wir sind wieder mal wieder alleine. Ah, such einen Weg ins Haupttor. Okay, da müssen wir hin. Also hier runter. Puh, über diese gruseligen Gesichter auf den Toren, ne? So, wir sind auf dem Friedhof oder was? Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Oh oh, oh oh. Hey, das Ding hat doch gerade hier voll ausgeschlagen. Hier ist was? Was? Hier ist doch nichts. Was ist jetzt denn los hier? Kein Problem, schieß halt kaputt, ey. Blöden Grabsteine. Ist mir doch egal. Die Totenruhe haben wir jetzt eh wahrscheinlich schon gestört. So, über den Friedhof durch. Würde mich wundern, wenn hier keine Geister sind. Würde mich wahnsinnig wundern, wenn hier keine Geister sind. Ist hier schon irgendwas Gruseliges? Ah, das sieht doch gut aus. Ist das das Gute? Ist das das Richtige? Oh Gott. Wow. Verdammt. Da rein? Aber warum da rein? Müssen wir nicht versuchen, irgendwie das Tor aufzumachen? Sind wirklich da rein? Muss das sein? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich sein muss. Verdammte. Wir müssen da rein, wie es scheint. Na, in die Gruft rein. Schön. Die Tür ist hinter uns zugeschlagen. War ja klar. Also nichts Neues. Schleimer beseitigen. So, und hier geht's weiter, oder was? Na, so kriegen wir das Ding ja eh nicht auf. So, kommen wir da durch. Hihi. Das hilft immer weiter. Oh Gott, unterirdisch auch noch. Shit. Die hätten echt das Ding einfach mit dem Auto kaputt fahren sollen, ne? Wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber nein. Ich muss hier, keine Ahnung, woher gehen, um denen da irgendwie die Tür zu öffnen. Mann. Das muss doch nicht sein, ne? Man hätte ja auch mal ein bisschen den einfachen Weg nehmen können, aber nein. Jetzt hätte ich hier nichts Besseres zu tun, ey. Aber das ist eine gute Reifeprüfung für uns. Immerhin. Geht's hier jetzt weiter? So, da geht's, glaube ich, wieder hoch. Ja, sieht schon mal besser aus. Einmal durch die tiefsten Gruchten. Durchgelatscht.
Ah, die Skelette, tut mir leid. So, das sieht doch schon mal positiv aus. Da ist auch das. Okay. Gate Control, ja, wie kriegen wir das Tor hier auf? Kriegen wir weder nach oben noch nach unten, okay. Was haben wir hier? Interessant. Interessant, Leute. Ist doch blöd, das Gate Control. Haben wir hier einen Schalter? Nö. Wir haben keinen Schalter da, Leute. Wir haben gar keinen Schalter. Hier ist auch nichts. Guck mal hier, hier ist nichts. Und da kamen wir hoch, okay. Hoch, runter geht nicht. Ziehen auch nicht. Oh shit. Guckt euch das mal an. Einmal alle Grabsteine zerstören. Wir haben noch nicht genug kaputt gemacht, ja? Die Figur gefällt mir auch nicht da oben. Bleib aber stehen, standhaft. Alter, was soll das denn? Bin ich jetzt hier zu blöd, um ein Tor zu öffnen, oder was? Ach, hier ist so ein... Hä? Ja, und weiter? Aha. Aha, okay. So funktioniert das also. Mit dem Strahler habe ich es nicht geschafft. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Finde ich ein bisschen unlogisch. Weil es hätte ja genauso funktionieren können, aber nein. Hat es nicht. I'll go with the engine. Nobody should wander around alone in this place. Danke. We'll meet you guys a little further on. Danke, 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 danke. Oh, ist das nett von dem. Das ist wahnsinnig nett von ihm. So, gucken wir mal mit Ray weiter den Friedhof an. Jetzt können wir auf einmal hier durch, oder was? Ne, können wir nicht. Heads up, Hot Rod! Ich hänge fest, Kollege. So, weg hier. Jetzt macht er die Tür auf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, Ray. Ich danke dir. Ach, Friedhof ist jetzt... Oh Gott. Nicht der perfekteste Ort, sag ich mal, um irgendwie Geister zu jagen, ne? Eigentlich genau der falsche Ort, weil hier gibt es ja massig Geister. Beziehungsweise sollte es massig Geister geben. So, kriegen wir jetzt den Baum hier weg? Are you serious? Okay, von da kommen wir. Ja, ja, ist klar. Baum irgendwie hochheben. Ja, müssen wir jetzt wieder den Schleim hier rausholen? Auch nicht. Was zum Teufel? Ray, sag doch was, hilf mir ein bisschen. Auch einfach mal ein Ding in Flammen gesetzt, alles klar. Ah, okay. Sehr schmal der Weg, aber es ging ja weiter. Kaum gesehen, ey. Da ist jemand, da sind Leichen oder sowas. Oder Zombies? Was ist das? Oh, das sieht nicht gut aus. Das gefällt mir gar nicht, Leute. You saw them too, didn't you? They think they're sneaky. Let's spread out and flank them. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, jetzt ist man nochmal im Geisterkampf hier. So, rein da. Wenn die uns natürlich nicht ein bisschen stören würden hier. Die Grabsteine. Du auch hier, Kollege. Grabstein. So. Mach hier. Ding zumachen. Easy. Hallo, warum ist die Maschine jetzt hier stehen geblieben?
So, zumachen. Hier auch natürlich zumachen. So einfach geht das, Leute. Schleim ist irgendwie immer gut, habe ich das Gefühl. Okay, gegen die Geister vielleicht nicht so gut. Wenn ich ehrlich bin. Das funktioniert nicht so gut mit dem. So, hol die Falle raus. Tun wir in deine Falle rein. Ist mir ja relativ egal mittlerweile. Wo wir die reinschmettern. Hier runter. So, und rein mit dir. So geht das. So geht das, Freunde. So, wie geht's jetzt weiter? Ray, ich muss mich erstmal umsehen. Hier links rum? Nein. Hier durch? Nein. Ah, der Weg ist meistens eigentlich sehr offensichtlich, wie hier zum Beispiel. Oder kam er von da? Ich bin nicht mehr sicher, wo er kam. Hä, hier von hier kamen wir doch, oder? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo kamen wir denn? Von hier links kamen wir doch. Und dann kamen hier die... Ja, hier kamen wir her. Also müssen wir irgendwo... Muss es hier irgendwo einen Weg geben. Guck mal hier, die Grabsteine. Die stören einfach. Hier müssen wir durch. So. Oh oh. Das klingt alles nicht so gut. Ich meine, Geister sind meistens, glaube ich, nicht gutmütig. Ich glaube, die sind eigentlich von Grund aus böse. Ich glaube, es gibt sehr wenig Geister, die nett sind. Also, ich kann mir das kaum vorstellen, dass es Geister gibt, die freundlich sind. Weil Geister sind ja immer irgendwie böse. Vielleicht ist das auch eine falsche Ansicht von mir, aber ich finde, Geister sind böse. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch denkt, dass Geister... von Grund auf böse sind und eigentlich man kann eigentlich nicht erwarten, dass Geister nett sind. Geister sind ja auch irgendwie was Furchteinflößendes, ne? Deswegen sind die auch automatisch für mich böse. Vielleicht ist das auch ein Fehler, aber gut. So, müssen wir das Loch irgendwie schließen, wo die rauskommen. Wo kommen die denn raus? Das Loch müssen wir finden. Vorne. So, Loch zumachen. Das haben wir, sehr gut. Hinter mir? Was? Ah, da hinten, ja, ja. So, schmettern wir mal. So, Falle raus. Komm rein da. So, den haben wir. Shit, die greifen uns aber trotzdem alle an wie die Irren, ne? Na shit, hier kriegen wir nicht mehr. Ah, ja, den haben wir jetzt. Schön, ziehen wir ihn hier hin. Und in die Falle rein. In die Falle von Ray rein. Sehr schön. So, Ray, nimm die Falle. Ich guck mal hier weiter. Wir müssen nämlich hier weiterlaufen. Vermutlich. So. Ray? Ray kämpft noch ein bisschen. Ja, ich weiß, dass du in meinem Team bist, aber ich hab dir nur die Viecher vom Leib gehalten, ja? Komm, Ray, mach das Ding auf. Ach, Ray, bist du nicht wieder mit denen noch am Kämpfen? Was ist denn los mit dir? Wow! Alter, geht einfach mal ein Ding auf. Da gehen wir mal direkt rein. Alter, sind das... Ich dachte schon, das sind Totenköpfe. Das sah so aus, als ob der Boden mit Totenköpfen gepflastert wäre. Okay, wo auch immer wir hergehen. Kein Plan, aber es kann doch nicht sein, dass es alles automatisch so funktioniert, ne? So, Krypten, die Krypten. Da, 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 hier ist kein Weg. Das ist gut. Im negativen Sinne. Etwas gut zu heißen im negativen Sinne ist natürlich auch wieder richtig lustig. Ah, schön. Schön, dass ihr mir den Weg hier zumacht. Sehr nett von euch. So, können wir hier durch? Können wir da durch?
Oder kommt jetzt irgendein böser Geist? Oh. Für den Schlüssel, um die Kryptatür zu öffnen. Nein, jetzt haben die uns den quasi... Wow. Das war echt beeindruckend. 450 Moneten mal wieder bekommen. Wo sind die hin? Der war direkt neben mir. Zack, so läuft das, ey. So läuft das, Leute, so läuft das. So, wo ist der scheiß Schlüssel? Hier ist irgendwo ein Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel, Mann! Hier ist er. Komm schon. So, tragen müssen das Ding. Auf diese Art und Weise. Oh nee, was passiert denn da hinten? Irgendwas übertrieben Großes passiert da. Nein. Ich hab das Ding doch gerade in der Hand, Leute. Merkt er das denn nicht? Junge, 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 weg hier, weg hier, weg hier. So, den haben wir. Falle raus. Rein da. Das gibt's doch gar nicht. Ist er jetzt tot? Falle kann ich also wieder einsammeln. So, wo ist das Krypta-Ding? Da hinten liegt's. Mann, jetzt müssen wir das doch irgendwie noch dahin tragen. Das ist blöd, dass ich die ganze Zeit so nach oben gucken muss. Was kriegen wir hin? Hier rum? Ah, das geht auch so, wenn ich es vor mir trage. Okay, das funktioniert. So. Läuft bei uns, läuft bei uns. Wait a minute. Oh, I get it now. This has been bugging me. When the necromantic shockwave summoned Gozer back to our plane, why didn't he assume a more effective destructor form immediately? I mean, the Marshmallow Man is scary, sure, but there has to be a better way to destroy the world. It's simple. When he enters our plane of existence, he must be locked into that form from our first encounter. One destructor form per god per dimension. I like it. Sounds like the kind of symmetry these things tend to operate on. Hey, so maybe I didn't choose such a bad destructor after all, huh? Ich weiß ja nicht, Freunde, was das war. So, da hoch. Ah, da ist auf jeden Fall der Ursprung des Bösen. It's getting worse. So, wo sind unsere anderen Freunde? This isn't the Central Park I'm used to. You still have your wallet? Kommen wir irgendwie hier durch? Durch das Meer von Grabsteinen hier? Wo läuft der denn hin? Wo läufst du hin? Der guckt sich irgendeinen Scheiß an, ey. Statt mal hier die Augen aufzumachen. Ups. Okay, der legt auch quasi den Weg frei hier. Oh, da kommen wir sogar durch. Schön. So, hier geht's weiter. That means one of two things. Either we're in trouble or we're dinner. Shit. Is there a difference? Hey, we have a test of proton packs in the rain. That's what the recruit is. Ah, jetzt kann Ruhig nochmal gewittern, beziehungsweise Ray, donnern. Wait a minute. I'm wearing one too. Hey, wo bist du, Ray? How's it going so far? Do you smell any burning or experience any painful tingling? Ich check hier die Lage ab und Ray chillt da hinten irgendwo. Airstrike, take those flyers out! Was hier passiert? Oh, ja, da kommen wieder Geister raus. Und ich bin alleine auf mich gestellt. Ja, ja, komm, mach hier. Nichts Blödes, ja? Scheiße, im Park kann man wenigstens nicht so viel zerstören, ne? Beziehungsweise auf dem Friedhof. Da ist ja alles tot oder zerstört, mehr oder weniger. Falle raus. Oh, rein da in meine Falle, bitte.
Ein weiterer Reis für mich. So, sieht doch gut aus. Wenn ich nicht Ray in den Rücken schießen müsste. Warum passiert hier ein Erdbeben? Hä, kann man da rein oder was? Sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Zack. So, easy. Sieht gut aus, was wir da machen. Wenn die mal aufhören würden zu landen. 450, wow. Das ist Cash für uns. Jetzt? Die landen doch die ganze Zeit, aber ob das jetzt der Sinn ist, dass wir die jetzt hier die ganze Zeit bekämpfen? Ich weiß ja nicht. Erstmal hier. Dann gehen wir hierher. Guck mal, der macht nämlich das Tor auf, der Gute. Zack. Shit. Oh, da kommt noch einer von hinten. Oh, das habe ich ja gar nicht erwartet. Und noch einer. Ja, wow, ist klar, Leute. Shit. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wo ist Ray? Wo ist denn Ray? Da ist er. Schon, komm, komm schon. Diese kleinen Viecher, die greifen uns auch noch an nebenbei. So, komm, stirb. Zurück in die Hölle mit dir. Jawohl. So. Entschuldigung, Ray. Tut mir leid. So. Da, 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 da. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen Geisterjäger? Wo sind sie? Schießen uns der Weg frei. Boah, wie viel hier brennt, ey. Wie viele Büsche hier sind. Ah, sieht schlecht aus. Wir haben zwar alles zerstört hier, aber den Weg haben wir noch nicht gefunden. Oh, da hinten brennt's. Ah, hier ist ein Tor. Was zum Teufel? Bist du besessen oder so? Great, we get to submit another one to Tobin's. Aha. Gespensterleitfaden, gucken wir uns das mal an. Gecko Custer, Klasse Level 6, Amin, körperlich angreifbar, Angriff, Nahkampf, Distanz, Grabmonster, also nichts Besonderes. So, ich glaube, wir machen dann hier einen Break, Freunde. Und sehen uns in der nächsten Folge von Ghostbusters. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare, also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde.